Für das Gedicht Der Osterhas im grünen Gras auf der Erzählschiene habe ich meine Figuren in der Papierbatik angefertigt. Denn ich finde es immer spannend, wenn die Technik ein bisschen auch zur Geschichte oder zur Jahreszeit passt. Und hier brauche ich jetzt einen Baum, einen Busch und ein Blumenbeet aus Kaffeefiltertüten, natürlich ein Häschen und am Ende auch ein Körbchen mit den verschiedenen Eiern, übrigens auch einem Schokoei. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie die Papierbatik geht, wie ich mir das ausgedacht habe. Für diese Technik brauche ich Kaffeefiltertüten, Wäscheklammern, Ostereierfarbe, die ich ganz intensiv anrühre, von einem Farbton gern zwei, in wenig Wasser auflösen und falte dann meine Kaffeefiltertüte in unterschiedlicher Art und Weise, zwicke eine Wäscheklammer als Halterung in die Mitte, kann sie dann so leicht in die unterschiedlichen Farbbäder eintunken. Dann wird meine Tüte zum Trocknen gelegt, gerne auch offen. Dann trocknet es schneller und klebt nicht zusammen. Am Schluss wird alles noch gebügelt. Und ich habe eine wunderschöne Erzählschienenfigur, die auf beiden Seiten das gleiche Muster trägt. Oder auch für mein Ei, was ich dann ausschneide und aufklebe. Viel Spaß damit!